Aha, nachdem ich jetzt ein Dorf mal mir angeschaut hatte, kommt plötzlich der Hinweis, dass die neuen Saisonherausforderungen für März da sind. Okay, auf Los klicke ich jetzt mal nicht, aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass der dann irgendwo hinspringt. Aber okay, wir machen heute drei Dinge. Wir starten heute die Liga, würde ich sagen. Wir gehen auf einen, wir checken einmal Free-to-Play ab, was dort ligamäßig so geht. Und wir kaufen wahrscheinlich einmal einen Pass. Hier müsste ich den Goldpass jetzt wahrscheinlich kaufen beim Toti. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf einem richtigen Anführer-Account, würde ich sagen. Der richtigere Anführer hier ist nämlich Uschi. Hausfrau Uschi heißt hier noch Hausfrau, ist aber in Wirklichkeit keine Hausfrau mehr, sondern ich habe sie irgendwann mal umbenannt in Uschi. Und okay, neue Ereignisse. Und das ist hier der wahre Leader. Das ist hier der wahre Leader und Uschi soll jetzt mal die Liga auch starten. Ich muss mal eben ganz, ganz kurz hier auf Uschis Account gucken, denn ich glaube, die war relativ weit fertig. Ja, wir können eigentlich das Rathaus machen. Würde ich sagen, na, vielleicht auch noch nicht, vielleicht auch noch nicht. Ich bin hier jetzt auch ein bisschen stehen geblieben bei der Uschi und hab den Account, ich glaube, so lange nicht bespielt, dass hier sicherlich Angriffslog und Verteidigungslog leer sind. Ah ne, Verteidigungslog ist natürlich nicht leer, denn ab und zu verteidigen wir schon, aber Angriffslog ist natürlich leer. Posteingang ist nicht leer. Vor 26 Tagen meinte Herr Avatar, es ist CWL für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, richtig, es ist CWL. Und eben hat auch schon jemand gefragt, warum spielen wir keine Clankriegsliga? Spielen wir? Wir freuen uns natürlich, dass du, Kollege, mal wieder jedes Mal drei Sterne gegen ein Rathaus 10 kassierst oder vielleicht sogar Neuner. Nee, so tief, glaube ich, sind wir jetzt nicht in der Liga. Aber leider müssen wir den irgendwie mitschleppen. Ich meine, es ist ein Rathaus 14, dass er dann immer 12er kaputt macht, liegt halt auch daran, dass er jetzt nicht so die, obwohl gar nicht, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Nur die Base ist so kacke, ne? Naja, okay, die Truppen ausbaufähig, ausbaufähig. Aber ich würde mal so sagen, so ein grober Rundumblick, da haben wir schon Schlechteres gesehen, ja. Aber was natürlich die Base angeht, ich verstehe nicht, warum man hier das nicht ausbaut, weißt du. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Naja, egal. Wir starten mal die Liga und nehmen den Kollegen mit. Wir hätten noch 23 Stunden, 33 Minuten. Ich trete jetzt einfach so der Liga bei, je nachdem, wann die dann anfängt und wann die aufhört. Das kann man ja gerade beim Ligastart nie genau sagen, wo man landet, wenn man jetzt abends startet oder wenn man morgen startet oder nachmittags. Je nachdem ist auch immer verschieden. Aber damit ihr das mal aus Anführersicht gesehen habt, 15 gegen 15 oder 30 gegen 30. 30 gegen 30 wird schon mal nicht gehen, zeigt er gleich auch an. Wir sind nur 22, okay. Und wir nehmen auch nicht alle mit. Eine 15er geht, dann ist unten auch wieder alles grün. Und wir nehmen grundsätzlich alles mit. Also auch die unteren Rathäuser dort, Tilly Willy, Farnsworth und so weiter. Ob die dann, die werden natürlich nicht rankommen in der Liga, wo wir jetzt gerade spielen. Und auch die, die jetzt nachgekommen sind und hier so gar nichts sagen, ich nehme sie einfach mit. Space Monkey zum Beispiel, die werden sich dann sicherlich beschweren, so nach dem Motto, ah, ich wollte hier gar nicht mit in der Liga, sondern bei meinem Clan. Ja, letztendlich muss man dann einfach mal was sagen. Ja, muss man Mund aufmachen und was sagen, aber auch und auch die Rotmarkierung, die sehe ich hier nicht in der Liga. Ja, also hier in der Liga gibt es für mich nur grün. Und wer jetzt meint, ich bin aber rot wie der Matterhorn hier, der ist immer rot, da zähle ich nicht drauf. Außer Matterhorn sagt jetzt im Discord und oder hier vielleicht auch im Chat, pass mal auf, ich bin diese Ligawoche nicht da. Dann ist das da völlig in Ordnung. Muss nur jemand mitkriegen, dann lassen wir Matterhorn noch raus. Aber erstmal ist er mit dabei. Wir starten die Liga 15-15 mit 22 Leuten. Und hier kann man jetzt auch gleich sehen, oh, Uschi stand ganz kurz mal oben. Okay, aber Sex Pistol ist unser, glaube ich, bestes ausgebautes Rathaus hier und steht dementsprechend oben. Ich bin wieder Siebter, das passt. Wo ist der Avatar? Ist an 12, 13, 14 eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, wir kommen rum, dass wir hier unten dann 12er haben. Wo spielen wir denn eigentlich? Wir spielen in Meisterliga 3. Wir sind ja aufgestiegen. Müssten wir das eigentlich halten? Auch na, mit dem 12er unten weiß ich nicht, aber mit einem, ja, mit
mit den 13er unten müsste das passen. Letzte Saison hatten wir noch 12er mit dabei. Ich hoffe, dass wir die diesmal ein bisschen weglassen können. So, wir sind immer noch offen für alle 22 von 50 Mitglieder. Es wird wieder ein bisschen mehr. Müssen wir uns natürlich jetzt mal wieder eine Liga holen. Wir Thorsten und so, die haben jetzt alle keine Liga. Auch Avatar hat keine Liga, aber die Clankriegssuche hat erstmal begonnen. Okay, wir gehen mal zu Free-to-Play rüber. Da gehe ich mal mit Lela rein. Auch seines Zeichen Anführer hier, aber hier hat gestern, glaube ich, schon jemand anders gestartet. Da habe ich mir die Saisonbelohnung gar nicht abgeholt. Okay, ist nicht so schlimm. Da kann ich verschmerzen. Und da muss ich jetzt mal gucken, mit wem ich eigentlich hier dabei bin. Madeline, Zippy, Romano, Alex ist dabei. Okay, das ist ein Dorf, was ich bespiele. Alex ist dabei. Und im unteren Bereich Barfuß. Okay, und Toto. Ah, ich muss mit drei Accounts hier ran. Da muss ich nochmal. Muss ich wirklich mit drei dran? Muss ich wirklich mit drei Accounts ran? Das muss ich eben mal hinterfragen. Ist im Moment keiner da, 1 von 33, aber Frieda brecht das Rathaus ab, level erst die Helden. Stimmt. Oh, Frieda, was ist los? Tage noch drüber gesprochen. Oh. Level erst die Helden. Frieda bricht das Rathaus nicht ab. Nein. Was hat Frieda denn für Helden? Eieieiei. Okay. Rathaus 11 Helden. Und jetzt schon auf 13 gehen. Okay. Mirsch, okay. Heute ist Besuchstag. Hab ich jetzt gerade das Gefühl gehabt, heute ist Besuchstag. Und wir haben hier schon eine Liga gefunden. Ihr wisst, dass es so einen Link gibt, wo man seinen Clan-Tag eingeben kann. Das heißt also, ihr könnt euren Clan-Tag irgendwo eingeben. Ich kann euch das auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr sehen, gegen wen ihr ran müsst. Denn im Moment sieht man ja nichts. Wie viele Rathäuser hat jetzt hier France One? Wie viele 14er haben die? Wie viele 13er? Wie viele 12er? Etc. Und so kann man schon mal so ein bisschen so einen kleinen Daumen wettmachen. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Um was für einen Link es sich da handelt. Der ist ja, glaube ich, nicht mehr Top Secret oder geheim. Und da könnt ihr dann euren Clan-Tag eingeben und könnt so schon mal spickern, so in etwa, der spuckt eine kleine Grafik raus oder eine kleine Tabelle, wo man in etwa dann so von den Rathäusern her schon mal steht. Ja, da kann man eigentlich schon, ich hätte fast gesagt, man kann fast schon abschätzen, wer dort aufsteigt oder absteigt oder was auch immer. Ich könnte hier jetzt natürlich auch selber wechseln. Aber müssen wir mal gucken. Mattes hat letztes Mal nicht so viel mitgespielt, habe ich jetzt auch länger schon nichts mehr von gehört. Liegt wahrscheinlich an der Pandemie. Und alle anderen sind natürlich Zehner hier. Lela Toto ist der letzte Elfer oder der kleinste Elfer scheinbar. Ah ne, King Skeleton ist da unten noch. Ja, den einen oder anderen kennt man natürlich auch nicht, aber hier im oberen Bereich, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die zu nehmen, die wir haben. Ja, naja, wir werden uns da schon ein bisschen durchmogeln. Und last but not least, haben wir ja gesagt, wir machen drei Dinge. Also Liga starten, einmal Free-to-Play checken und eben mal die Juwelenkiste abholen hier. Okay, neuer Pass. Schauen wir mal, das sind ja die Herausforderungen, die es in etwa immer so gibt. Die ist meistens mit dabei. Da musst du erstmal jetzt gerade in der Liga, kannst du entweder spielst du Liga oder du spielst normale Kriege, wo du zwei Angriffe machen kannst. In der Liga kannst du halt nur einen Angriff machen. Und das ist ja nur Gewinne. Also wenn ich, egal ob ich einen Stern hole, zwei oder drei, ich gewinne. Und dementsprechend brauche ich dieses Ding schon mal in der Liga 6 Tage. Wenn man denn jeden Tag angreifen darf. So muss man es ja auch sagen. Okay, gehen wir einmal auf Toto. Toto ist nämlich im Moment der Einzige, dem ich auch überhaupt den Pass gönne. Denkt dran, wenn ihr euch den Pass besorgt, dass ihr immer schön so einen Creator eingebt. Das kann man ja hier irgendwo machen. Warte mal, hier in den Einstellungen, glaube ich. Mehr Einstellungen, und dann kann man hier unten einen Code eingeben. Den Code könnt ihr übrigens auch auf der Supercell Store Seite eingeben. Ich kaufe mir den Pass ja nicht mehr hier seit einiger Zeit, sondern ich kaufe mir den Pass
über die Store-Seite. Dort gibt es nämlich drei Pässe für etwas weniger Geld, als wenn ich hier dreimal einzelne Pässe nehme. Und ich kann die Pässe auch verschenken, wenn ich möchte. Oder ihr könnt die Pässe verschenken, wenn ihr möchtet. Oder an andere Accounts einfach abgeben. So habe ich das auch mal gemacht. Also hier tragt ihr irgendwas ein. Ups von mir aus oder Izo oder was auch immer. Ich lasse das meistens leer, weil dann, da ich das ja öffentlich hier mache, fühlt sich keiner benachteiligt. So nach dem Motto, bah, der Toto unterstützt hier den Noobs und so. Nee, mache ich nicht mehr. Aber ich wollte mir den Goldpass ja holen. Und ich brauche ihn hier aber nicht kaufen, ich kann ihn einfach holen. So ist das, wenn ich jetzt noch einen habe. Ja, ich habe also noch einen aus dem Paket, also nicht wundern, dass ihr plötzlich bezahlen müsst und ich nicht. Aber ich bin hier irgendwo verbunden und kann hier sehen meine Spiele. Ah, ich habe sogar noch zwei Pässe. Okay, dann kann ich den Avatar ja doch noch eingönnen. Das gilt übrigens für alle Spiele hier von Supercell. Dann kann ich Avatar doch noch eingönnen. Okay. Mal sehen, vielleicht schenke ich Avatar nochmal ein, aber wir holen uns erstmal hier den Goldpass mit dem Toti und machen zwei Sachen, nämlich einen kleinen Angriff und eigentlich müsste ich jetzt einmal was fordern. Einmal was fordern, denn das ist ja das, was ich immer super, super, super gerne vergesse. Aber ich muss erstmal hier das Ding starten. Da ist er. Und denn es gibt ja eine Sache, die vergesse ich immer super, super gerne. Ihr wahrscheinlich auch. Das ist jetzt nicht, dass ich die Drachen hier, die Ballons nicht rauskriege. So, da ist ein Dings, da ist das. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf Ecke rein. Und sondern das ist immer das Spenden. Man denkt ja immer, ah, jetzt habe ich einen Pass. Jetzt müsste ich spenden. Ja, ich zeige euch mal, was ich meine damit. So, einmal was machen hier. So. Jetzt habe ich das schon mal gemacht, aber hier habe ich schon mal einen Stern. Ja, ich weiß, ist ein bisschen Nachtdorf, Leute. Aber ihr macht das auch. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr keinen Nachtdorf spielt. Wenigstens für den täglichen Pass spielt man es mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrmals. Ich habe jetzt gar nicht vorher geguckt, was hier im Pass gefragt ist an Nachtdorfaufgaben, was ich hier machen muss. Ich habe jetzt einfach drauf losgebombt und weiß gar nicht, was mich hier im Pass erwartet. So, gehen wir mal rein. Das war ja jetzt nur einmal für den Pass. Und dann starten wir das eben mal an. Ja, the same procedure every month. Und wo ist denn das andere Teil? Habe ich das schon die Tage abgeholt? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Rasen wieder nachgewachsen. Den hatte ich noch bei den Clan-Spielen verbraucht. Da ist der zweite Stamm. Und das, was ich eigentlich meine, was habe ich hier in Hinterhand? Ja, okay, da können wir mal ein paar Hocks abgeben. Dann schmeißen wir die hier mal rein. Denn jetzt habe ich erst 40 Punkte. Jetzt habe ich erst die 40 Punkte. Damit ich einen Gem-Spender habe. Ich habe so oft vergessen, Leute. Wir haben auch so oft drüber gesprochen, aber jetzt habe ich sie erst. Und wer ja keinen Goldpass hat und spendet, hieß es ja auch, der bekommt eine Aufforderung. Achtung, du, wenn du jetzt mit Gem spendest, du hast keinen Pass und keine einen Gem-Spender. Habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich sicherlich mal antesten. Dann bauen wir die Hoggies hier auch nach. Jetzt haben wir gar nicht geclasht heute, aber eigentlich wollte ich heute für einen Mittwoch auch gar keine Folge machen. Die ist jetzt auch schon wieder 14 Minuten lang geworden. Okay, wenn es euch trotzdem gefallen hat, bei mir gibt es ja ganz, ganz hartes Casual Gaming. Also ja, einfach so aus der, manchmal einfach so aus der Hand raus, so aus der Schulter, so aus dem Armgelenk. Ich mache mal gerade was. Und aber diese drei Dinge wollte ich in jedem Fall mit euch heute gemacht haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Also wie gesagt, heute wollte ich eigentlich keine Folge machen. Ich wollte erst wieder Donnerstag, Freitag die Folgen bringen. Aber jetzt habt ihr am Mittwoch auch eine. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Flasht.